Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play DEFCON. DEFCON ist die Kurzform für Defense Condition. Genau darum geht's auch in dem Spiel. Es geht nämlich um die Simulation eines thermonuklearen Krieges. Besorgte Eltern werden sich jetzt fragen, thermonuklearer Krieg? Oh mein Gott, da sterben Millionen und Milliarden von Menschen. Und dazu sage ich, genau, denn darum geht's in DEFCON. Denn wer die meisten Zivilisten tötet, gewinnt das Spiel. Klingt ein bisschen schwarzhumorig und genauso ist es auch. So, wir starten ein neues Spiel. Der Einfachheit halber werde ich mit KI spielen. Ich gegen den Computer, das ist relativ fair. Ich bin nämlich voll die Nulpe. Der Computer macht's hoffentlich besser. Naja, mal sehen. Man kann sich auch aussuchen, was man spielen will. Ich persönlich finde Europa immer ganz stark, weil geil, Heimat und so irgendwie. Computer ist mir scheißegal, deswegen sage ich ready und wir starten in 3 Sekunden in das Spiel. So, das ist die Übersicht von DEFCON. DEFCON ist grafisch absolut minimalistisch. Ich schalte mal den Timer etwas runter. Es geht also ja kaum unübersichtlicher bzw. kaum einfacher von der Grafik her. Man hat eine Weltkarte und auf dieser Weltkarte platziert man Gebäude, wie zum Beispiel Radarstellungen. Wie ging das denn nochmal? Ah, so, die sollte man möglichst gut verteilen, denn diese Radarstellungen decken im Endeffekt den eigenen Luftraum ab. Das heißt, wenn der Gegner was abfeuert auf einen, kann man das besser sehen. Und dann stellen wir noch einen in die Heimat, nämlich nach Köln. So, dann können wir noch Raketensilos bauen. Diese Raketensilos können zu späterem Zeitpunkt Atomraketen abfeuern, schießen aber auch auf anfliegende Atomraketen. Deshalb sollte man die möglichst so stationieren, dass man vielleicht schon eine Menge abfangen kann. Möglichst ja, um Großstädte herum. Großstädte so wie Pampa hier. Oder auch Rom. Des Weiteren haben wir noch Luftbasen. Natürlich nach England eine. Hier Frankreich sieht auch ganz gut aus. Polen ist auch immer super für Luftbasen. Ja, entweder nach Norwegen oder ins angrenzende Russland. Ach, wir packen es lieber in die Mitte. Zuletzt kann man noch Flotten zusammenstellen. Man hat Schlachtschiffe, die schießen halt auf andere Schiffe. Dann hat man U-Boote, die schießen auch auf Schiffe, können aber auch Atomraketen abschießen. Man hat Flugzeugträger, die können Jäger und Bomber starten. Jäger sind ja zum Schießen auf Schiffe nicht sehr effektiv oder zum Abfangen von Bombern. Sehr effektiv. Die Bomber können halt Atomraketen abfeuern. Ich persönlich bastel mir immer so gemeinsame Gruppen. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wo der Gegner sitzt. Der Gegner sitzt hier. Mein Gegner ist Amerika. Das heißt, bis der mit seinen Schiffen von der Westküste einmal um Australien rum, um Afrika rum, ja, der kann eigentlich nur von Westen kommen. Insofern werde ich ganz geschickt hier mitten im Atlantik meine Schiffchen stationieren. Die Schlachtschiffe nach vorne. Die U-Boote, die bleiben eh auf Tauchstation, das heißt, die sieht er gar nicht. Die müssen dann nämlich vor die Küste. Und irgendwo weiter hinten packe ich dann die Flugzeugträger, sodass die... So! So sieht das Ganze relativ entspannt eigentlich aus. Dazu kommt die super entspannte Musik im Hintergrund. Eigentlich könnte man denken, was kann hier noch schief gehen? Interessanter wird es eigentlich, sobald DEFCON 4 startet. Ich kann nämlich noch nichts bewegen. Nein, Lug, Trug, ich kann natürlich bewegen. Zack, und bewege meine Flotten so langsam aber sicher ein Stück vorwärts. So. Hier kann man nichts machen. Wie gesagt, DEFCON 4 startet in etwas beschleunigten 4 Sekunden. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wofür die einzelnen DEFCON-Stufen stehen. Man kann halt über mehr machen, bis man, wenn man bei DEFCON 1 hier oben angekommen ist, endlich ballern kann. Okay, endlich werden gegnerische Einheiten auf dem Radar sichtbar. Das hat schon zur Folge, dass ich den noch gar nicht angreifen kann. Oder kann ich doch? Nein, kann ich nicht.
Das heißt, er hat sich da auch stationiert. Ich werde die Flugzeugträger ein bisschen im Hintergrund behalten. Werd mal schauen, wenn das Gebimmel und Gebammel gleich losgeht hier. Ein bisschen beschleunigen. So, da kommen seine Flugzeugträger. Warum nur einer, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich hat er den Rest mit U-Booten vollgepackt. So. Langsamer. Jetzt geht nämlich das Gefeuere los, wie man hier unschwer erkennen kann. Achso. So. Den bitte angreifen und ihr schießt hier bitte die Flugzeugträger kaputt. Wir könnten jetzt natürlich von jedem Flugzeugträger aus so einen Jäger starten, der hier so ein bisschen aufmischt. Jäger sind nicht allzu effektiv gegen Schiffe. Aber nichtsdestotrotz. Jäger hat man eigentlich genug, deswegen kann man die ruhig verwenden und opfern. Denn die bringen eigentlich nichts außer tatsächlich die Gegner abzufangen. So. Eigentlich müsste sein erster Flugzeugträger gleich jämmerlich draufgehen. Nein, ich habe ein Schlachtschiff verloren. Okay, er hat auch ein Schlachtschiff verloren. Auch im Kampf. Ah, da starten schon seine Bomber. Bomber können auch auf Flugzeuge, auf Schlachtschiffe feuern. Ich werde aber meine Bomber auf jeden Fall ein bisschen schonen. Weil ich habe meine Schlachtschiffe hier so konzentriert, dass ich eigentlich nicht verlieren kann. Vorausgesetzt natürlich, er opfert jetzt nicht sämtliche Schiffe und Flugzeuge. Die Jäger suchen sich auch automatisch neue Ziele. Das finde ich ganz praktisch. Das sieht schwer danach aus, dass der hier kräftig geschrottet wird. Die Schlachtschiffe können und sollen durchaus mal weiterfahren Richtung Gegner. So. Oh, da war es nur noch ein Schlachtschiff. Aber das macht nichts, denn die Schlachtschiffe sind am Ende total nutzlos. Außer vielleicht, um die U-Boote abzufangen. DEFCON 2. Ich muss gerade gucken, was DEFCON 2 heißt. DEFCON 2 heißt gar nichts. Denn DEFCON 1 heißt, wir können in den nuklearen Krieg eintreten. Ich hoffe, dass ich bis dahin hier alles geschrottet habe, was ihm gehört. Noch sieht das aber eigentlich ganz gut aus. Aber er hat ja noch ganz viele Schiffe, ist das Problem. So, die U-Boote sind gleich in Stellung. Das heißt, sobald hier... Machen wir ein bisschen schneller. Kommt mal platt. Noch ein Flugzeugträger, ein Schlachtschiff. Er hat auch irgendwo noch definitiv wesentlich mehr Schlachtschiffe und Flugzeugträger. Aber wo genau? Ich weiß es nicht, ich werde es sehen. So, komm, mach platt. Mach platt. In 2 Minuten 27 geht's los. So. Die Schlachtschiffe bleiben mal in der Nähe. In 10 Sekunden 3-1. DEFCON 1. Jetzt kommt nämlich der gefährliche Punkt. Jetzt dürfte ich nämlich gleich ganz viele Raketenabschüsse in meine Richtung sehen. Warum habe ich Idiot eigentlich hier hinten Air Defense hingepackt? Ich bin ein Vollhonk. Naja. So, die Frage ist, soll ich mit den U-Booten schon beginnen? Ich meine ja. Dann können wir schon mal ein bisschen in Führung gehen. So. Zack. Die muss man allesamt umstellen auf Atomraketenabschuss. Das kann voll in den Arsch gehen. Weil die dann aufgedeckt sind, glaube ich. Das dauert 100 Sekunden. Ich habe ein bisschen Angst, dass die gleich alle kaputt gehen.
Andererseits habe ich auch ein bisschen Angst. Ja. So. Auch die Flugzeugträger stellen wir mal auf Bomber Launch um. Und platzieren die mal irgendwo in der Mitte hier. Jetzt müsste es eigentlich gleich losgehen. 20, 17. So. Zack. Und ab geht die Luzi. Direkt mal New York hier dick eindecken. Washington kriegt natürlich auch was ab. Das Weiße Haus, das braucht eh keiner. Und dann schauen wir mal, was sich hier noch so tut. Im Staate Amerika. Also allgemein hat DEFCON eine unglaubliche Ruhe. Auch wie die Atomraketen, die ja nur wirklich Millionen und Milliarden Menschen den Tod bringen, wie die hier genüsslich in aller Seelenruhe durch die Gegend fliegen, beschossen werden. Na, vielleicht verliere ich eine. Kabumm. 11 Millionen Tote. 17 Millionen Tote. So, schauen wir mal an, was da noch lebt an der Ostküste. In New York gibt es insgesamt knapp 20 Millionen Tote. Washington 3 Millionen. Da geht noch was, behaupte ich mal. Was ist denn hier mit den Städten im Hinterland? Ich meine, Chicago. Ernsthaft, Chicago. Und Jacksonville. Ich glaube, so langsam könnte ich die Kollegen hier auch mal auf Atomraketen-Launch umstellen. Und auch die Bomber können mal durchaus hier starten. Einfach alles hier schrotten, was so rumfliegt. Gibt doch nichts Entspannteres als so einen schönen Atomkrieg. Ja, normalerweise sollte man auch noch mit Flugzeugen aufklären, weil ich weiß zwar, wo seine Städte liegen, ich habe aber keine Ahnung, wo seine ganzen Raketensilos und Abwehrsilos und Schlag mich tot ist. Mich wundert es auch, dass er überhaupt nichts hier abfeuert. Ah, das habe ich befürchtet. Jetzt hat er nämlich meine U-Boote ins Visier genommen. Das heißt, ich sollte möglichst schnell abfeuern, was ich habe. Ist natürlich super, dass ich an der Westküste überhaupt nichts habe. Lalala, ich verteile Atombomben. So, alles platziert. Jetzt heißt es warten. Vor allen Dingen warte ich darauf, dass seine Schiffe und U-Boote mal so langsam auftauchen. Das ist doch ein bisschen strange hier. Achso, ich muss ja hier auch noch. Phoenix kann ich noch mal eindecken. Da wird hier so viel geschrottet, da ist eigentlich nicht mehr viel da am Ende. Da kommen die ran. Ach, dann noch mal auf New York hier. Komm, was soll der Geiz? Hau weg die Kacke. Ja, meine U-Boote feuern zwar wie bescheuert aus allen Rohren ihre Atombomben. Oh, meine Bomben geht's nicht gut. Das heißt, ich sollte tendenziell mal mit dem Abfangjäger-Dings hier starten. Ansonsten kann das ganz schnell nach hinten losgehen, wenn nämlich meine Bomber alle geschrottet sind. Es ist wunderbar, was für eine Ruhe dieses Spiel ausstrahlt. Ich meine, man tötet hier wirklich Millionen und Abermillionen Menschen. Man sieht hier noch, wo noch was lebt und wo nicht mehr viel lebt. Die Westküste leidlich unberührt. So, die U-Boote sind nutzlos, weil die haben alles abgefeuert, was sie haben. Was mich nach wie vor wundert, dass er noch gar nichts hier irgendwie.
Da kommen seine Bomber. Er versucht meine Aircraft. Aber er wird nicht allzu weit kommen. Hoffe ich. Ja, da oben ist noch ein Bomber. Oh, ich hab... Oh, scheiße, ich hab die ganzen Bomber alle... Naja. So, ich kann und sollte mal auf jeden Fall so ein bisschen hier... Out of range. Mal so ein bisschen erkunden. Ah, da haben wir eine Airbase. Die können wir schon mal auf Bomber umstellen. Hier, bitte mal den Kollegen Bomberinho angreifen. Ja, er wird hier oben relativ viel Abfangkram haben. Da ist noch ein Bomber. Oh, da ist eine Radarstation. Die können wir natürlich auch super wegmachen. Zack. Also allgemein, das bringt keine Punkte, die Airbases irgendwie zu vernichten. Fighter Launch. Gucken wir mal. Ich glaube, das gehört auch noch hierzu. Schau mal. Oh, da ist ein Raketensilo. Das muss auf jeden Fall weg. Das Silo muss weg. Ja, falsche Bomber. Ja, wenn man schlau spielt, startet man alles irgendwie auf einmal, sodass er gar keine Chance hat, sich irgendwie hier anzupassen. Ich spiele nicht schlau. Feuer doch mal dein Ding ab. Nur so als Idee. Achso, der braucht ein bisschen Zeit. Ah, ist natürlich total klug, den Bomber... Vielleicht 7-6... Schafft das? Yay! Er hat die Rakete noch abgefeuert. Yay! Airbase steht noch. Am gemütlichsten sind tatsächlich die U-Boote, weil die halt relativ entspannt davor liegen können. Ich werde jetzt auch mal auf Verteidigung hier umschwenken. Weil ich kann hier nicht mehr viel machen. Ich kann zu einem späteren Zeitpunkt, also könnte ich jetzt auch schon, auf die Airbase umstellen. Das heißt, ich könnte gemütlich mit den... Ah, ich habe ein Radar zerstört. Mit den Raketensilos, die ich auch habe, die er auch hat, drauf feuern. Aber ich habe immer in meiner ersten Angriffswelle dermaßen viel vernichtet, dass da eigentlich nicht mehr viel bleibt. Also ich bin gespannt. Irgendwo muss er ja seine Schiffchen und so weiter noch stehen haben. Aber wo? Ja, in New York leben noch 700.000 Menschen. Schade, dass die alle Player 1 City heißen und nicht die echten Straßen, die echten Namen. Dallas geht's noch ganz gut. Dallas habe ich nicht getroffen. Allgemein hier unten habe ich nichts getroffen. New Orleans. Steht alles noch. Oh, ein U-Boot. Und wo ein U-Boot ist, da sind auch mehrere. So, ich vermute, er wird die irgendwo da parken. Ich weiß auch nicht, was der Computer macht. Normalerweise... Oh, da geht's los. Ja, perfekt. Alles weggerotzt. Normalerweise geht er relativ zeitnah. Oh oh, da geht's los. Jetzt geht er in den Launch-Modus. Das heißt, hier werden gleich jede Menge... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel hatte ich? Auch 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jetzt kann ich nicht mehr viel machen. Außer möglichst alles abschießen. Die Jäger können leider keine... Dinger abschießen, aber die Jäger können Bomber abschießen. Aber ich glaube nicht, dass die durchkommen. Zack. Können die trotzdem mal starten hier. Oh, da kommt eine Menge rein. Oh oh. Oh oh, ich fürchte, das wird London. Oh oh. Oh nein, es war Manchester. Ja gut, das ist jetzt nicht viel besser. Sobald sich hier die Lage ein bisschen entspannt hat, da kann man jetzt nicht viel machen, außer abschießen, was abzuschießen ist.
Man sieht auch rechts oben immer, wie der Punktestand so ist. Er holt zwar ein bisschen auf mit seinen paar Raketchen, aber der ist natürlich nix. Ja, das ist jetzt schon maximal Betrieb, zeitlich gesehen. Da müssen eigentlich noch viel mehr kommen. Oh. Berlin, 2 Millionen Tote. Aber ich hole schon eine Menge Raketen hier runter auf jeden Fall. Wo soll der denn hin? Nach Lissabon? So langsam scheint es das gewesen zu sein. Nicht. Also ich hole schon echt eine Menge Raketen runter, aber man kann es halt nicht verhindern. Das ist halt... Naja, ich weiß nicht, kennt ihr Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben? Da gibt es ja diesen War Room. Und in genau so einem Übersichtsding, muss man sich vorstellen, befindet sich diese Tafel. Ich schalte jetzt auf ICBM Launch um. Das heißt, die Dinger feuern nicht mehr, sondern... Ach so, die Airbases habe ich komplett vergessen. Auch die können natürlich auch... So, Bomber Launch. Das dauert 1,5 Minütchen, beziehungsweise wenn man es in Echtzeit spielen würde, aber ich werde das Ganze ein bisschen beschleunigen. So. So, die Bomber sind einsatzbereit, ICBM auch. Das heißt, ich kann mir jetzt hier nochmal schön alles raussuchen, was ich bis jetzt nicht getroffen habe. So, werde einfach hier aus allen Rohren feuern. Vor allen Dingen die an der Westküste, die haben bis jetzt noch gar nichts abbekommen. Und der Süden hier, die Ostküste, die ist leidlich geschrottet. Wo habe ich denn noch weitere? Da ist auch noch. Wichtig ist halt, dass möglichst viele Raketen auf einmal kommen. Ich persönlich lege jetzt keinen Wert mehr auf die blöden Raketensilos, weil... Warum soll ich die kaputt machen? Die bringen keine Punkte, im Endeffekt bringen nur tote Punkte. Einen habe ich noch. Können wir nochmal hier in den Mittleren Osten ein bisschen. Und auch hier starten natürlich die Bomber. Ja. Wie gesagt, ein Spiel voller Ruhe. Und noch nie war Massenmord so gemütlich. Warum habe ich dich noch nicht ausgewählt? So, ich glaube, ich habe alles. Habe ich noch irgendwelche Bomber, die ich irgendwie... Nee. Oh, ich habe noch Bomber. Das heißt, da können wir nochmal... Ja, hier... So, was habe ich noch? Bötchen habe ich keine mehr. Flugzeuge sind auch alle. Ja, eigentlich schieße ich jetzt aus allen Rohren. Deswegen werden wir das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Ein Moment der Ruhe. Oh, da kommen Schlachtschiffe. Können die U-Boote... Ach, die können ja auch schießen. Das ist ja perfekt. Ja, schieß ruhig auf die U-Boote. Das interessiert mich einen feuchten Scheißdreck. Kollege, du bist zu spät mit deinen Schiffen. Was da alles über Grönland fliegt. Naja, das interessiert mich jetzt relativ wenig, was hier mit den blöden Schlachtschiffen passiert. Denn ich will mir jetzt angucken, wie eine Stadt nach der anderen ausgelöscht wird. Ich glaube, selbst wenn die Bomber wieder zurückkommen, da ist nicht mehr viel. Eigentlich ist es smart, gegen den Computer direkt alle Raketen abzufeuern. Weil dann... hat er nicht mehr viel
mit Wasser. Warum schießt du denn nicht? Ach, da kommen wir unten. So, jetzt gibt es noch 44 Sekunden. Das ist perfekt getimt, würde ich sagen. Meine Raketen sind alle angekommen. Ich habe wirklich nichts mehr, was ich noch zerstören könnte. Beziehungsweise das bisschen hier. Da kommen noch ein paar Bomber von irgendwelchen Flugzeugträgern vor Afrika oder so. Er fährt wieder zurück. Greif ihn an, greif ihn an, greif ihn an. Mach ihn platt, mach ihn platt. Bam. Naja. Aber dadurch, dass die Raketensilos alle auf Abwehr umgestellt sind, dürfte da eigentlich nichts mehr irgendwie gefährlich werden. Kann froh sein, wenn seine Bomber noch alle nach Hause kommen. Ich könnte natürlich auch noch ein paar Jäger starten, damit ich hier sehe, was er so im Schilde führt. Aber die restlichen 18 Sekunden, da kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja, eigentlich sind es viel mehr als Sekunden. Ich habe nur den Timer auf extrem schnell. Ich glaube, es sind Minuten. Ich weiß es auch nicht. Oh nein, ein Launch detected. Das hilft dir jetzt auch nicht mehr viel. Da kannst du ruhig noch ein bisschen abballern. Das sind jetzt seine U-Boote. Ach. Da kommt nicht mehr viel. Da kommen jetzt vielleicht noch Bomber. Aber ob die überhaupt noch mein Festland erreichen. Computer hat schlecht getimt, würde ich mal so sagen, denn noch 13 Minuten. Es könnte sein, dass hier Barcelona vielleicht nochmal getroffen wird, aber ich würde mal eher auf Nein tippen. Denn ich habe mittlerweile genug Abwehrgeschütze. Hey! Ach, oh, danke. 7, 6, 5, 4. Noch 30 Sekunden und vorbei. Das Spiel endet und so endet auch dieses Let's Play. Insofern hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt ein bisschen chillen können mit diesem leichten Weltuntergangsszenario. Ich habe insgesamt 82 Millionen Menschen getötet. Quatsch. Doch, knapp 82 Millionen. Computer hat knapp 30 Millionen getötet. Und damit verabschiede ich mich und sag auf Wiedersehen und danke fürs Zuschauen.